Hallihallo ihr Lieben, ich bin immer noch schwanger und jetzt in Woche 40 und in diesem Video gebe ich euch ein paar Tipps und teile mit euch, was mir geholfen hat, meine Schwangerschaft wunderschön und entspannt zu gestalten. Ich möchte nochmal zu Beginn sagen, dass es hier wirklich nur um meine Tipps geht, also Sachen, die mir geholfen haben. Das muss überhaupt nicht mit euch resonieren und für euch stimmen. Ich teile einfach nur, was ich in der Schwangerschaft umgesetzt habe, was mir geholfen hat. Und es kann natürlich bei jeder Frau total anders aussehen und das ist auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, also hier nur, was für mich stimmt und ihr könnt rausnehmen, was für euch stimmt. Fangen wir an. Tipp Nummer 1 ist die Zelebrierung eurer Weiblichkeit, eurer Schöpferkraft und dieser unglaublichen Stärke, die in euch wohnt. Und ich habe das gemacht über eine Blessing Way Party. Meine Schwester und meine Cousine haben nämlich vorgestern eine Blessing Way Party für mich geschmissen, was ich total süß fand. Ich kitzel, das war gerade ja, so mein so emotional Armband für die Geburt. Sie haben schon so gebankt, dass das Baby bis dahin noch nicht da ist, weil hätte ja jederzeit kommen können. Eine Blessing Way Party, für alle, die das nicht wissen, ist so eine Art spirituelle Babyshower, also eher so das, was man auch in Naturvölkern noch viel mehr hat oder auf Hawaii ist das ganz bekannt. Das ist so eher die Art von Babyshower, die ich haben wollte. Ich wollte nicht Spiele und dann Plastikluftballons, das ist einfach nicht so meins. Finde ich aber total schön und in Ordnung, wenn man sowas macht und sich für sowas entscheidet. Ich habe total süße Geschenke bekommen, teilweise fürs Baby, teilweise für mich. Oh, ich habe eine Po-Dusche bekommen, voll praktisch. Ich habe nämlich noch keine. Und das ist nämlich auch von, das ist alles voll nachhaltig. Das ist von so einer Behindertenwerkstatt. Oh, mega cool. So einer Stiftung. Und dann wurde ich massiert, wir haben ganz, ganz lecker gegessen. Dann habe ich ein Fußbad bekommen mit Rosenblättern drin. Gina, du bist so süß. Ein Rosenbad für die Mama. Und mein Bauch wurde bemalt. Zeichne einen Baum. Und ich wünsche dir, dass du in deiner Mutterrolle wachsen kannst. Oh, so schön. Und was ich ein absolutes Highlight fand, also wirklich am allerschönsten, ich habe dieses Armband bekommen. Da hat jede Freundin von mir immer so eine Perle drauf gezogen auf das Band und dann gesagt, was sie mir wünscht für die Geburt. Dann nehme ich eine grüne Perle. Grün steht ja auch oft für die Natur. Dass du während der Geburt, während dem Wochenbett, während deinem Leben generell dich immer mit der Kraft der Natur verbunden fühlst. Und dadurch ist irgendwie dieses Band, das hat so positive Energie für mich. Und ich werde das auch bei der Geburt tragen und das hat mich immer wieder daran erinnern, was mir gewünscht wurde, welche Energie mir gesendet worden ist. Und das gibt mir irgendwie so viel Stärke von innen heraus. Und ich weiß, es gibt Menschen, die glauben an sowas nicht, aber ich glaube einfach, dass alles Energie und Schwingung ist und das wird mir definitiv helfen. Das war für mich der Höhepunkt so des Abends. Tipp 2 wäre Bewegung, vor allem Yoga. Also ich habe ja mich in der Schwangerschaft noch sehr, sehr lange bewegt. Ich habe bis Woche 20 noch Bodypump gegeben als Instruktorin. Ich durfte danach nicht mehr, einfach aus dem Grund, weil man die vordere Bauchmuskulatur dann nicht mehr trainieren sollte, einfach um eine Rektusdiastase auch vorzubeugen und damit das Baby auch Platz bekommt, sich das ja alles so ein bisschen weiten kann. Ich habe das aber bis Woche 20 noch gemacht, so lange wie ich durfte und auch so lange noch Yoga unterrichtet. Und danach habe ich natürlich weiter meine Yoga-Praxis geführt. Mittlerweile bin ich sehr unregelmäßig geworden, muss ich sagen. Und das ist jetzt in Woche 40 auch recht anstrengend beziehungsweise fast unmöglich, bestimmte und viele Asanas zu machen. Es ist tatsächlich so, dass ich bis vor zwei, drei Wochen noch einen Handstand und Kopfstand gemacht habe, ohne Probleme. Und mittlerweile aber ist der Bauch so groß, dass das schwierig wird. Also jetzt mache ich wirklich nur noch so ganz entspannendes Yoga, was eigentlich nicht mehr viel mit Sport zu tun hat. Aber ich kann euch nur ans Herz legen, bewegt euch. Geht spazieren, geht vielleicht schwimmen.
Macht ein Schwangerschaftsworkout zu Hause oder im Fitnessstudio. Was geht tanzen, was auch immer euch Spaß macht, aber bewegt euch. Es ist so wichtig, weil so eine Geburt ist für den Körper so anstrengend wie ein Marathon. Und natürlich sollte man sich da auch gewisserweise ein bisschen drauf vorbereiten. Und den ganzen Körper darauf vorbereiten, die Muskulatur darauf vorbereiten. Und Bewegung ist einfach Gold wert. Und gerade Yoga vereint halt natürlich auch Entspannung mit Bewegung. Und das kann ich euch nur ans Herz legen. Außerdem fühlt man sich auch besser. Weil ich glaube, es gibt viele schwangere Frauen, die sich auch vielleicht gegen Ende der Schwangerschaft nicht mehr so attraktiv fühlen. Und es hilft einfach, weil dieses Attraktivitätsgefühl auch ganz wie von innen herauskommt. Und da komme ich auch gleich zu meinem nächsten Tipp. Das wäre, ernährt euch gesund. Ernährt euch gesund. Ich habe auch viele Ausnahmen gemacht in der Schwangerschaft. Gerade die ersten 14 Wochen waren für mich ganz, ganz schwer, mich gesund zu ernähren, weil ich so starke Übelkeit hatte, dass ich erstmal fast gar nichts essen konnte und dann auch total picky war. Das kannte ich überhaupt nicht von mir. Aber ich habe die ganze Schwangerschaft über mich versucht, so gesund wie noch möglich zu ernähren. Und natürlich habe ich Ausnahmen gemacht. Aber im Großen und Ganzen fühle ich mich deswegen einfach auch noch super. Es gibt einem einfach auch so ein gutes Gefühl von innen heraus, dass man sich automatisch auch ein bisschen attraktiver fühlt. Weil wenn man den ganzen Tag nur Shit isst, dann fühlt man sich natürlich auch dementsprechend. Von daher, das wäre dann mein dritter Tipp gewesen. Mein vierter Tipp ist, gönnt euch Akupunktur, traditionelle chinesische Medizin. Ich war immer bei der TCM und das regelmäßig, bis ich dann kurz ausgesetzt habe, weil ich reisen war. Und dann habe ich wieder damit angefangen und das hat mir so geholfen. Ich habe ja am Anfang ziemlich mit einer Schwangerschaftsdepression zu kämpfen gehabt. Und gegen Ende hin, also ab dem zweiten Trimester dann gar nicht mehr. Aber es hat mir einfach so geholfen bei der Bewältigung dieser Depression. Es hat mir bei Schlafproblemen geholfen, es hat mir bei Rückenproblemen geholfen. Am Anfang bin ich ja gegangen, nur wegen meinen Verstimmungen. Am Ende jetzt bin ich gegangen, weil ich Rückenschmerzen hatte, unten im unteren Rücken. Das ist komplett weggegangen durch die TCM, durch die Akupunktur und das Schröpfen. Und dann bin ich noch gegangen, weil ich Schlafstörungen hatte, jetzt dann gegen Ende der Schwangerschaft. Und auch da ist einfach weg, komplett weg. Ich bin einfach ein totaler Fan von traditioneller chinesischer Medizin und wenn man da eine richtig gute Praxis gefunden hat, dann wird da auch eine tolle Diagnose erstellt. Ja, da gucken die erstmal die Zunge auch an und die sehen auch Dinge, die ein Arzt jetzt vielleicht nicht direkt sieht, zum Beispiel, ob man Eisenmangel hat oder so, dann nur indem sie dich angucken. Und anhand dessen setzen die dann halt auch setzen die dann auch die Nadeln und schröpfen und ich habe jetzt in letzter Zeit auch immer noch eine tolle Massage bekommen und das ist einfach genial, kann ich jedem nur empfehlen. Bei mir ist es so, dass es die Zusatzversicherung zum Glück deckt zu 80%, also ich zahle nur 20% pro Sitzung, was genial ist. In Deutschland ist das leider, gibt es da kaum Versicherungen oder ich glaube gar keine Versicherung, die das übernehmen würde, was ich total schade finde. Ich kann aber sagen, es lohnt sich, das zu investieren, falls ihr hier in der Schweiz wohnt und falls ihr eine TCM-Praxis in der Nähe habt. Und dann kommen wir zu meinem fünften Tipp, wenn das nicht möglich ist, also wenn traditionelle chinesische Medizin für euch aus welchen Gründen auch immer nicht in Frage kommt, weil ihr zum Beispiel keine Praxis in der Nähe habt, weil es die Krankenkasse nicht übernimmt, gönnt euch ab und zu Massagen. Ich habe mich in der Schwangerschaft so oft massieren lassen, weil ich auch hier das Glück habe, dass meine Zusatzversicherung 20% der Massagen, 80% der Massagen übernimmt. Und ich zahle nur 20% und ich habe mir so oft Schwangerschaftsmassagen gegönnt. Das hat mir so geholfen und es war so wunderschön, einfach nochmal in meinen Körper zu kommen und zu entspannen. Weil ihr kennt es vielleicht, wenn dieser Nestbautrieb so richtig da ist, richtig existent ist, dann ist man so in seinem Kopf und nur am Tun und Machen und hin und her räumen und das muss noch erledigt werden und das und dies und jenes und man hat so eine riesen To-Do und ich war so viel in meinem Kopf, dass mir diese Schwangerschaftsmassagen einfach total geholfen haben, wieder runterzukommen, mich zu entspannen und vor allem während dieser Corona-Zeit, weil in der Schweiz ist jetzt gerade auch 2G, das gilt allerdings nicht für medizinische Massagen, das heißt, ich hätte mir total gerne in der letzten Zeit mal öfter Wellness gegönnt. Wo ich jetzt zu meinem nächsten Tipp komme, gönnt euch Wellness. Ich hätte das total gerne gemacht. Ich habe es auch noch gemacht, als es möglich war, als diese Einschränkungen noch nicht da waren.
Und jetzt, wo diese Einschränkungen da sind und ich eben nicht mehr in eine öffentliche Sauna kann oder auch nicht mehr in ein Schwimmbad, weil mir einfach das Zertifikat fehlt, habe ich mich einfach dazu entschlossen, zu Hause Wellness zu machen. Und ich habe dafür, das habe ich euch im letzten Video schon gezeigt, diesen Yoni-Dampfstuhl. Und dann macht man sich einfach Kerzen an, dann macht man sich ein Bad oder man geht unter die heiße Dusche, wenn man keine Badewanne hat. Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten. Macht euch schöne Musik an, Räucherkerzen, Kerzen. Lasst euch von dem Partner massieren. Macht Wellness zu Hause, wenn ihr gerade nicht raus könnt. Aus welchen Gründen auch immer. Manche Frauen sind auch einfach eingeschränkt in der Schwangerschaft und können daher nicht groß raus. Gönnt euch zu Hause ein paar Ruhestunden. Und wenn es ist, dass ihr vielleicht auch, oder einfach euer Wellness ist, dass ihr ein Buch lest, was auch immer sich für euch richtig anfühlt, Wellness für die Seele tut so gut in der Schwangerschaft. Dann noch ein weiterer Tipp. Und zwar, schaut euch positive Geburtsberichte oder vielleicht auch Geburtsvideos an. Das ist so balsam für die Seele, weil es doch tatsächlich viele, viele, viele Frauen gibt, die Angst vor der Geburt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer gedacht, ich hätte keine. Und ich habe mich von Anfang an total auf die Geburt gefreut. Und das ist auch so, ich freue mich auch total auf die Geburt. Aber mir ist dann doch bewusst geworden, da sind dann doch noch vielleicht ein paar Ängste, beziehungsweise gar nicht Ängste, aber so dieser Glaubenssatz oder diese tiefliegende Glaube, der auch indoktriniert ist von der Gesellschaft, dass eine Geburt mit Schmerzen verbunden ist. Und ich konnte es mir nie vorstellen, gar keine Schmerzen zu empfinden bei einer Geburt. Und das ist mir dann jetzt irgendwie gestern bewusst geworden und das konnte ich dann gestern loslassen. Und was mir einfach dabei geholfen hat, waren positive Geburtsberichte, das waren Geburtsvideos. Ich habe mir die massenweise, wirklich massenweise reingezogen in der Schwangerschaft. Und auch Bücher wie Hypnobirthing oder Orgasmic Birth, auch der Film, dem empfehle ich jeder schwangeren Frau, schaut Orgasmic Birth. Er ist so wertvoll, er ist balsam für die Seele und er kann einem so unglaublich viel Angst nehmen. Und das ist natürlich total hilfreich, weil wenn man Angst vor der Geburt hat, dann ist es, glaube ich, schwierig, 9 Monate Schwangerschaft entspannt zu gestalten. Deswegen, das kann ich euch nur empfehlen, das kann extrem hilfreich sein, sodass man einfach dieses Bild, was man von Geburt hat und vom Kinderkriegen, dass das sich langsam aber sicher wandelt im Kopf. Und ich würde das sogar Frauen empfehlen, die planen, Kinder zu bekommen, dass sie das noch machen, bevor sie schwanger werden. Aber wenn ihr jetzt schwanger seid, ich lege es euch wirklich ans Herzen, beschäftigt euch mit dem Thema im positiven Sinne. Ja? Und streicht alles raus und das dürft ihr auch, was mit negativen Sachen zu tun hat. Es geht ja auch gar nicht darum, dass ihr euch darauf dann versteifen sollt, sondern es geht darum, dass ihr einfach eine neue Realität kreieren dürft für euch und eine neue Wirklichkeit. Und dann dürft ihr auch ganz klar Grenzen ziehen und sagen, schau, für negative Geburtsberichte oder schlimme Erfahrungsberichte habe ich jetzt gerade keine Kapazität. Ich möchte mich lieber auf die positiven konzentrieren. Das bedeutet nicht, dass ihr euch nicht bewusst seid, dass es auch anders kommen kann. Völlig klar, völlig in Ordnung. Aber ich glaube, in unserer Gesellschaft herrscht so ein krasses Bild vor, wie schlimm und schmerzhaft Geburt ist. Und daran darf man gern arbeiten in der Schwangerschaft, um einfach mit voller Freude und voller Zuversicht und Hoffnung in die Geburt gehen zu können. Und dann komme ich noch zu meinem letzten Tipp. Kultiviert Partnerschaftsrituale, die euch gut tun, und zwar eurem Partner und euch, schon bevor das Baby da ist. Weil man weiß nie, es kann sein, dass das Baby viel Zeit in Anspruch nimmt. Es gibt auch ganz entspannte Babys, ja, aber es kann auch sein, dass das Baby viel Zeit in Anspruch nimmt und dass die Partnerschaft sich extrem verändert. Und deswegen helfen Rituale, die man vorher kreiert hat, wo man gemeinsam Paarzeit schon geschaffen hat, helfen, glaube ich, der Beziehung enorm. Und wir haben das gemacht. Wir schauen, dass wir irgendwie gegenseitig die Bedürfnisse integrieren. Er ist halt, mein Freund ist halt eher so der gerne Filme guckt. Dafür haben wir uns jetzt in der Schwangerschaft noch ganz viel Zeit genommen, weil mir auch klar war, ich möchte, dass der Fernseher nicht mehr so viel läuft, wenn das Baby da ist. Und deswegen ist das jetzt völlig in Ordnung, wenn wir jetzt einen Film nach dem anderen schauen. Das ist in Ordnung, wenn er das so möchte. Und andersrum wollte ich zum Beispiel aber viel Yoga machen und Entspannung. Und dann haben wir auch uns Zeit genommen, gemeinsam Yoga zu machen, gemeinsam zu meditieren, gemeinsam Wellness zu machen zu Hause. Das ist
so wertvoll. Kreiert wirklich nochmal so Paarzeit, vor allem wenn ihr das erste Mal schwanger seid und ihr habt noch keine Kinder. Genießt die Zeit nochmal miteinander, fahrt vielleicht auch nochmal in Urlaub. Ah, das habe ich noch ganz vergessen, sondern auch natürlich auch noch ein Tipp von mir. Geht nochmal reisen, wenn ihr Reisen liebt, unbedingt geht nochmal reisen. Lasst euch da auch keine Angst machen. Wenn eure Schwangerschaft gesund ist, dann könnt ihr reisen gehen, dann könnt ihr fliegen. Ich war auch nochmal weg und ich bin so glücklich und froh darüber. Und meine Bedürfnisse waren einfach diesmal ganz anders auf der Reise. Ich habe mich eher so nach Ruhe gesehnt und Entspannung und den ganzen Tag am Pool liegen. Also hört da auch nochmal, was wollt ihr? Ich weiß jetzt nicht, ob ein Abenteuerurlaub das Richtige wäre in der Schwangerschaft, aber was ich euch total empfehlen kann, ist so ein Wellness-Retreat oder ein Yoga-Retreat. Wo auch immer es euch hinzieht, es ist so wertvoll. Nutzt die Zeit nochmal, geht nochmal in den Urlaub, allein oder mit eurem Partner. Nehmt euch nochmal ganz viel Zeit für euch selber. Damit wären wir auch schon am Ende. Also ich kann nochmal zusammenfassend sagen, dass wir viel To-Dos haben, wenn wir schwanger sind. Das ist völlig logisch und total klar. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns Zeit für uns selber nehmen. Nochmal Zeit für den letzten Urlaub, Zeit für eine gesunde Ernährung, für Sport, Zeit vielleicht für Massagen oder was auch immer uns gut tut oder ein Buch zu lesen. Denn wenn das Baby da ist, dann stellt sich wahrscheinlich alles auf den Kopf und dann geht man eher den Bedürfnissen des Babys nach als seinen eigenen. Und deswegen darf man trotz dieser langen To-Do-Liste jetzt auch nochmal ganz, ganz viel Raum schaffen und auch Zeit schaffen, um sich einfach zu erden und sein Leben nochmal in vollen Zügen zu genießen, sein altes Leben. Und einfach auch nochmal tief in sich zu gehen, Mindwork zu machen. Das ist das, was man sich in den 9 Monaten wirklich erlauben darf, weil ihr habt diese Zeit, ihr seid nicht euer Leben lang schwanger und auch wenn ihr 10 Kinder bekommt, das ist so begrenzt und das ist sowas Wundervolles und man darf das ganz besonders gestalten. Und ich wünsche jeder Frau von ganzem Herzen, dass sie trotz des Systems, in dem wir leben, sich diese Zeit nehmen kann. Ja. Das ist von mir aus. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht was daraus mitnehmen, falls ihr mal schwanger seid. Nichts muss, alles kann. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Schwangerschaft, falls ihr euch auch gerade in dieser Phase befindet. Und wir sehen uns wahrscheinlich, wenn das Baby da ist.